Guten Morgen, herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Mittwoch, den 25.06.2014, 9.41 Uhr ganz genau. Laut den meisten Medienberichten wird der DAX heute ein wenig schwächer starten. So war es dann auch. Wir pendeln aktuell 0,6% im Minus bei 9.876 Punkten. Meistens wird dafür die Situation im Irak als auch in der Ukraine verantwortlich gemacht. Beziehungsweise dort wird letztendlich der Grund gesucht. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig, denn die geopolitischen Risiken pendeln ja wie ein Damoklesschwert auch schon die ganze Zeit über den Börsen, und letztendlich gibt es immer geopolitische Risiken. Es ist ja nicht so, dass wir in einer völlig friedfertigen Welt leben, sondern es immer gewisse Brandherde gibt, sagen wir mal leider, die hier sich durchaus belasten können. Also hier ist es eher so, dass die Kurse die Nachrichten machen und nicht andersrum. Eine interessante Meldung kam heute noch von GfK. Der Konsumklima-Indikator ist auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2006 gestiegen. Gleichzeitig ist aber auch vor einigen Tagen, beziehungsweise konkret in der Nacht von Montag auf Dienstag und am gestrigen Dienstag, die Börse in Dubai massiv eingebrochen. Und das sind interessante Parallelen, denn das ist letztendlich auch 2007, 2008 passiert, vor der großen Finanzkrise. Auf der anderen Seite muss man auch relativierend dazu sagen, dass der Index in Dubai auch wesentlich stärker gestiegen ist. Und das Ganze hier wiederum als Konsolidierung völlig normal ist. Was stark steigt, muss auch stark fallen, denn unendliches Wachstum gibt es weder an der Börse noch im Wirtschaftsbereich nicht, auch wenn sich das so mancher wünschen würde, gibt es halt einfach nicht. Und daher sollte man jetzt nicht, sagen wir mal, den großen Weltuntergang ausrufen, weil es einige Parallelen zum Jahr 2006, 2007 und 2008 gibt. Die Situation ist durchaus eine andere, gerade was die Notenbankintervention angeht. Und da hat sich die Situation durchaus deutlich geändert. Der DAX hier weiterhin in einer Seitwärtsphase, zu dem kommen wir aber gleich. Mit Gold wollen wir anfangen. Ich habe da einiges vorbereitet heute. Genau, hier sind wir im Gold im H4-Chart. Also Unterstützungen liegen im Bereich der Tages-200er, 1310 und letztendlich 1300 US-Dollar pro Feinunze. Das sind die nennenswerten Unterstützungen. Geht es da drunter, kann die Ausdehnung bis in den Bereich von 1282 gehen. Spätestens hier ist er sehr, sehr stark unterstützt und sollte dann hier bullisch nach oben abprallen. Heute sind wir aber gleichzeitig begrenzt, 1325er Marke hier, das ist die Wochen-EMA 50, das heißt, wir erwarten eigentlich hier heute ein Seitwärtspendeln zwischen diesen beiden Marken. Erst wenn es unter diese Trendlinie geht, könnte sich, wie gesagt, hier die Ausdehnung fortsetzen und bis in den Bereich von 1282 führen. Die Situation wird sich deutlich entspannen, sollten wir hier über 1326 ansteigen können. Der Euro-US-Dollar strapaziert mit seiner bewegungsarmen Vorstellung hier durchaus den einen oder anderen Euro-US-Dollar-Trader, denn da bewegt sich momentan gar nichts. Wenn man sich die Tageskerzen anguckt, 40, 50 Pips nach oben oder nach unten, ganz klassische Seitwärtsphase untergeordnet hier. Es bleibt bei unseren Einstiegen 1,35, 1,34, 70, das ist die Wochensituation, die wir schon mehrfach erwähnt haben. Sie merken aber auch oder sehen auch hier auf dem, merken ist das falsche Wort in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext. Sie sehen auch, dass hier die Wochen 55er durchaus für einen Abpraller sorgt. Aber letztendlich findet alles das, was wir jetzt hier sehen, da mache ich das ein bisschen größer, innerhalb dieser Spanne statt. Dieser langen Spanne hier von dieser Wochenkerze. Und da sieht man eigentlich, dass man die Impulse abwarten sollte, bis auch diese Spanne verlassen worden ist. Nur macht es eben nach unten hin keinen Sinn, wenn die Spanne verlassen worden ist, weil eben hier noch direkt darunter die Trendlinie liegt. Ansonsten könnte man ja die Spanne einfach shorten ohne Probleme. Nichtsdestotrotz liegt hier unten auch nochmal eine kleine Unterstützung aus dem Wochenchart hier. Das ist die 1,3470, das heißt Short-Positionen sind immer noch zu gefährlich, um das jetzt mal abzukürzen, und Long wird es erst über 1,3670. Im Euro-Japanisch-Yen, das ist der einzige, der momentan, oder einer der wenigen Setups, die momentan hier nach einem Ausbruch ausschauen. Und das ist letztendlich nur, um das Ganze wiederholend aufzugreifen, hier über
der 138,95er Marke. Da kann man im Prinzip sich auch die paar Pips auch noch sparen und die 139er Marke gleich dazu nehmen, denn die liegt direkt drüber. Das heißt, der Ausbruch wäre dann erst da drüber zu traden mit einem Kursziel von 140,10 japanischen Yen pro Euro. Einige Fragen sind zum Schweizer Franken japanischen Yen aufgetaucht. Gibt es anscheinend einiges Interesse aufgrund dieser Seitwärtsphase. So, und man hätte ja natürlich untergeordnet hier oder Ausbruchssituationen. Man hätte natürlich auf die oder kann natürlich auf die Idee kommen, hier das ganze Long zu traden. Alles in allem muss man aber sagen, wir befinden uns oder das alles spielt innerhalb einer größeren Seitwärtsphase ab. Spielt sich in einer größeren Seitwärtsphase ab. Ja, und das ist wiederum hier durchaus dann mit Vorsicht zu genießen. Die einzige Möglichkeit, die ich, wenn wir schon uns auf den Schweizer Franken japanisch Yen beziehen, dann entweder an den Extremen hier in diesem Bereich, dass man da mit einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis die konkrete Seitwärtsphase, die Range an sich tradet. Enger Stop, hohes Potenzial für den Take-Profit. Oder man wartet hier schlichtweg einfach den Ausbruch ab. Also den Ausbruch über der 115er oder unter die 113er Marke. Interessant könnte heute noch British Pfund NZD werden. Testet hier ein Bündel von zahlreichen EMAs an. Und da wäre natürlich der Bruch dieser aufwärts gerichteten Flaggensituation konkret unter 1,9351 sehr, sehr interessant. Long-Positionen sind aufgrund der Tatsache, dass der NZD relativ stark ist und das britische Pfund relativ schwach, sind damit Vorsicht zu genießen. Alternativ könnte man, das wäre durchaus noch eine Möglichkeit, weil wir wollen uns ja im Prinzip nicht versteifen, nur auf eine Situation, könnte man aber auch sagen, okay, wir sehen hier gerade steigende Tiefpunkte und der Markt drückt nach oben. Das heißt, sollte tatsächlich hier der British Pfund über die 1,9618 ansteigen können, hätten wir durchaus auch ein Long-Scalp-Potenzial. Ist zwar qualitativ dann nicht so hochwertig, aber wäre auch denkbar. Das heißt, momentan gibt es diese zwei Varianten. Die Short-Variante ist momentan die wahrscheinlichere, aber damit sollte man vorsichtig sein, weil wenn wir uns überlegen, Silber hatte ja auch hier das bärische Dreieck und hat es dann bullisch getriggert. Da gibt es im Übrigen eine gute Pullback-Chance im Bereich von 20 US-Dollar, nicht nur psychologisch gesehen, sondern auch die abfallende Trendlinie und auch hier die untergeordneten Hochpunkte. Das heißt, hier ist durchaus eine interessante Möglichkeit, falls er so tief konsolidiert. Bodenbildung ist übrigens abgeschlossen über 22,17. Ansonsten erwarten wir hier mehr Seitwärtskurse zwischen 20 und 22 US-Dollar. Aber nochmal zurückkommt auf den British Pfund NZD. Auch da, wie gesagt, sollte man offen für beide Richtungen sein. Darum geht es ja. Es ist egal, ob Long oder Short, Hauptsache Bewegung. Euro NZD ist auch sehr, sehr interessant, wo wir jetzt schon den British Pfund NZD besprochen haben. Starkes Durchbruchsniveau. Und die Short-Marke liegt hier im Bereich von 1,5736, ganz klar. Schönes Pullback, würde ich aber als Zweier-Split traden. Ich persönlich jetzt, das ist keine Empfehlung. Da wir ja noch bis zu den Schlusskursen locker 95 Pips haben, das bedeutet, wenn man da 50% reinsetzt und dann letztendlich nochmal hier oben 50%, hat man einen mittleren Wert von vielleicht 1,5770. Und der Stop-Loss würde dann vielleicht 80 Pips kosten. Man kann natürlich auch dritteln oder vierteln, das geht auch. Aber letztendlich muss ich darauf hinweisen oder will ich darauf hinweisen, dass die Widerstandszone von 1,5738 bis 1,5820 geht. Und das sind natürlich hier durchaus 84 Pips. Man kann natürlich auch nur eine Positionsgröße verwenden und dann den Stop etwas weiter wegsetzen. Ja, man kann natürlich aber auch gesplittet vorgehen. Alternativ wäre auch hier noch der Short unter dieser Konsolidierungsformation möglich, unter 1,5533. Im DAX hatte ich es ja schon bereits gesagt, hier wird letztendlich, hier werden die Ereignisse aus der Ukraine und aus dem Irak verantwortlich gemacht. Die Ereignisse sollen im Prinzip gar nicht heruntergespielt werden. Das ist durchaus kritisch zu bewerten, was da passiert und durchaus mit großer Skepsis anzuschauen. Da gibt es natürlich ein gewisses Unsicherheitspotenzial. Wenn man allerdings die Prämisse ansetzt, dass wir mit einem markttechnischen System rangehen, dann darf man sich nicht zu sehr davon beeindrucken lassen. Darüber hinaus macht es aus meiner Perspektive den Eindruck, dass hier eher der DAX
oder die Kurse, die Nachrichten machen. Geopolitische Risiken gibt es leider immer. Und die Frage ist, wie akut sind sie? Und letztendlich sind sie schon seit Wochen schwebend wie das berühmte Damoklesschwert über dem Kopf. Aber solange sie sich nicht als unkontrollierbar exzessiv darstellen, also im Prinzip eine Eskalation da passiert, was man natürlich nicht hofft, aber solange das nicht passiert, ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und da bleibt ja am Ende jetzt in diesem Kontext nur die markttechnische Perspektive mit einem sinnvollen Stop-Loss. Was kann da noch großartig passieren? Abgesehen jetzt von den wirtschaftlichen und menschlichen Ereignissen, wenn wir jetzt vom Verlust reden, dann sitzt der Stop-Loss und egal was passiert, der Stop-Loss wird getriggert. So, und dann sollte auch im Prinzip da dieses Risiko beherrschbar sein. Ganz, ganz einfache Thematik, Stop-Loss setzen, Ende der Geschichte. So, der DAX weiterhin seitwärts, dass der jetzt hier mal die untere Begrenzung der Seitwärtsphase antestet, hat aus meiner Sicht auch nichts mit dem Irak zu tun. So, das würde ich einfach mal so klar herausstellen. Ändert aber auch nichts daran, dass wir hier keine Einstiege suchen, weil diese Seitwärtsphase momentan auch hier für uns uninteressant ist. Aber ich wäre durchaus geneigt, 9.788er Marke ist interessant oder eben über 10.066 kann man sich das noch anschauen. Was den S&P anbelangt, der ist hier jetzt ein bisschen schwächer. Wenn wir uns da mal das übergeordnete Marktbild angucken, auch da noch der Trend völlig intakt. Und wenn wir uns letztendlich auch da nochmal klar machen, der Markt könnte durchaus noch tiefer konsolidieren und wäre hier noch weiterhin völlig intakt long. Das heißt, wir sehen jetzt gerade so ein bisschen die Nachwehen dieser stärkeren Bewegung, aber von Shorts ist hier weit und breit noch nichts zu sehen. Selbst wenn jetzt der S&P 50 Punkte in einer Kerze nach unten absacken würde, was wir zum Beispiel ungefähr hier oder hier gesehen haben, was auch wieder hier eintreten könnte, wäre das im Rahmen einer völlig intakten Korrektur dieser vorher erfolgten Aufwärtsbewegung. Das heißt, summa summarum, wir sind weit gelaufen, der Markt ist technisch gesehen noch völlig intakt long und letztendlich muss man da sich dann die Trading-Chancen explizit rauspicken und da wäre dann nur der DAX hier tradebar bei 9.770 oder über 10.050 Punkten. Im statistischen Bereich können wir uns das gerne heute nochmal angucken, wo da die wichtigen Marken liegen. Heute im Bereich liegen die hier bei 9.840 Punkten, 9.845 Punkten. Sollten diese Marken fallen, dann sollte es spätestens da in den Bereich der 9.780er Marke gehen. Ansonsten werden wir uns vermutlich aufhalten zwischen 9.840 und 9.920 bis 9.977 Punkten. Das sind so die statistischen Werte. Gut, 14:30 Uhr, Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für den Mai und das US-Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal. Beides um 14:30 Uhr. Seien Sie diesbezüglich vorbereitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sind für heute am Ende angelangt. Good Trades. Wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.